Der DSD ist eklar rund um Dieter Bohlen, 68, und Kandidatin Jill Lange, 22, schlägt hohe Wellen. Etliche Influencer und sogar RTL äußerten sich bereits. Nun meldete sich auch Reality-TV-Kollegin Valentina Doronina, 22, zu Wort. DSDS. Riesenskandal um Dieter Bohlen, Jill Lange. Na, das hat ja richtig gut angefangen. Noch vor TV-Ausstrahlung der vierten Folge überschlagen sich die Schlagzeilen rund um DSDS. Und das liegt nicht am Comeback von Dieter Bohlen. Vor wenigen Tagen ging Ex on the Beach-Bekanntheit Jill Lange nämlich mit schweren Vorwürfen gegen den Pop-Titan an die Öffentlichkeit. In ihrer Instagram-Story offenbarte die 22-Jährige unter Tränen, dass für Dieter Bohlen nicht etwa ihr musikalisches Talent, sondern vielmehr ihre Reality-Show-Karriere sowie die Anzahl ihrer Sexualpartner im Fokus gestanden hätte. Dieter hat gesagt, "EY, Jill, was willst du denn später mal machen? Willst du mit 40 noch studieren? Willst du Putzfrau werden? Willst du dich noch mit 30 durch die Gegend bummeln?" Sowas hat er gesagt. Doch damit nicht genug, denn das Ganze sei dann noch heftiger geworden. Pietro Lombardi habe ganz direkt gefragt, "Du hast mit mehreren Männern was gehabt?" Ja, antwortete die 22-Jährige daraufhin perplex, bevor sich der DSDS-Sieger von 2011 direkt an Jills Freund Lars Maucher richtete, "Und wie kommst du damit klar?" Doch der sprang seiner Freundin zur Seite. "Ich bin ja kein Stück besser", erklärte er. Doch für Dieter Bohlen war das Ganze damit nicht vom Tisch. "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?" fragte er direkt und weiter. "Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott nicht an." Krass, und das, obwohl es eigentlich hieß, dass sich Dieter Bohlen mit seinen fiesen Sprüchen künftig eher zurückhalten wollte. Die Meinungen über Jill Langes Anschuldigungen gehen dabei ziemlich weit auseinander. Während der Blondine bereits etliche Fans und Influencer zur Seite sprangen und auch DSDS-Jurorin Katja Krasavitsch ein klares Statement verfasste, äußerte sich der Pop-Titan selbst bislang nicht. Er teilte lediglich ein Statement eines Users, in dem es hieß, "Wenn man bei solchen Bums-Formaten mitmacht und sich deswegen für Fame hält und dann zu DSDS geht und sich Dieter Bohlen stellt, muss sich eben mit ehrlichen Fragen und Antworten auseinandersetzen. Ich finde es so bemerkenswert, dass Dieter sich da weiter treu bleibt. Und Jill Lange kaufe ich diese Heulerei auch nicht ab. Im TV hat sie gezeigt, wie skrupellos sie ist. Und auch der Sender RTL sah sich gegenüber Bild offenbar zu einem Statement gezwungen." Im Kontext der Diskussion um Jills Dating-Show-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden. Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt, das hat sie aber nicht getan. Valentina Doronina, heftiger Seitenhieb gegen Jill Lange. Und auch Reality-Show-Kollegin Valentina Doronina, die selbst bereits bei Ex on the Beach, Promi Big Brother oder Couple Challenge zu sehen war, meldete sich zum Eklat rund um Jill Lange zu Wort, fand allerdings nicht gerade unterstützende Worte. "Ich finde, Dieter Bohlen hat nichts Schlimmes gesagt. Das sind lediglich Fakten zu ihrem Werdegang im TV und dem Gesang, den ich persönlich nicht gut fand. Wenn man sich halt im TV bumsen lässt, muss man mit solchen Aussagen, Fragen rechnen. So what?" Zudem hat sie auch keine schlagkräftigen Argumente gebracht. "Ich mache auch Reality-TV, aber bin keine Frau, so wie sie, die andere Frauen bewusst mit Männern verletzen will, Ex on the Beach, und ich ziehe klare sexuelle Grenzen. Und wenn man sich dafür entscheidet, sowas zu tun, kann und sollte man nicht rumheulen." Oha, deutliche Worte, die von Jill Lange sicher nicht unkommentiert bleiben werden.